Oh, Moment, Moment, geht gleich los, hier geht gleich los. Muss man mal eben. Na komm, rein. Das hat den Wackelkontakt, so. Doch, funktioniert. Gut. Da kann es dann auch schon losgehen mit meinem Test. War ja dann doch alles ein bisschen chaotisch jetzt die letzte Woche bei mir. Hatte erst so ein bisschen Befürchtung, ich kann nun erstmal eine Zeit lang nichts mehr hochladen. Die Befürchtung hat sich nicht bewahrheitet. Das bedeutet, ab sofort gibt's wieder regelmäßig meinen Test. Der versprochene Arsch voll Video bleibt allerdings aus. Würde ich sagen, machen wir einfach mal ganz normal weiter. Am Haus, wie man sieht, habe ich nichts weiter gebaut. Ich habe hier in der Küche mal einen Küchenboden verlegt, aber ansonsten einen Craft Guide habe ich installiert. Da kriegt man angezeigt, ja, was es alles für Blöcke gibt, und wenn man es hier reinzieht, man sieht's, na, ist ein bisschen ruckelig leider alles. Man sieht hier unten, wie es gecraftet wird, hat dann hier auch alternative Rezepte, die genutzt werden können. Aber von der Performance her, ja, müssen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen. Das ist, glaube ich, ein gängiges, bekanntes Problem in meinem Test. Aber gut, das haben wir dahingestellt. Hier gibt es auf jeden Fall eine Menge an Objekten, die gecraftet werden können. Unter anderem eben auch Treppen aus allen möglichen Sachen. Das ist aber nicht original mein Test mit den ganzen Treppenvarianten. Das ist More Blocks, soweit ich weiß. Oder das andere Dings, das X-Stairs, was in dem Home-Decor-Pack drin ist. Ich weiß es nicht genau. So, kurz mal einen Schluck getrunken. Auf jeden Fall ist wird halt alles angezeigt. Und ich muss mich nach wie vor räuspern, habe ich auch gerade eben einmal getan. Und schon wieder, es wird auch nicht besser, aber gut, sei mal dahingestellt. Ich habe meine eigene Mod ein bisschen aufgebaut. Wobei es nicht wirklich Mod in dem guten Qualitätssinn ist, sondern es ist halt ein sehr einfaches Ding, man sieht es ein bisschen. Holzkohle kann man brennen, wie es unter Minecraft wahrscheinlich bekannt ist, mit den Holzblöcken, die man zu Kohle brennen kann. Das geht in meinem Test original nicht, das habe ich mir reingebaut, das hatte ich zu Anfang aber kurz ja schon erwähnt. Und daraus kann man komprimierte Kohleblöcke machen, indem man erst Kohleblöcke macht, ganz reguläre. Ich kann das nochmal zeigen. Das ist in die Tonne. Ja. Na. Da hat er gut geklappt. Also. Output in dem Sinne ist quasi das, was man bekommt. Und hier in dem Fall wird es gekocht aus dem Holz. Und die alternative Variante ist eben das Dschungelholz. Wenn man die Holzkohle dann hat, ich meine, wie man Kohleblöcke macht, muss ich glaube ich nicht erklären, man macht hier das ganze Feld voll Kohle, das ist dabei in dem Fall jetzt egal, ob man jetzt Holzkohle nimmt oder die Normalkohle. So. Wenn man die dann hat, ich kann das einmal eben zeigen, craftet man aus Kohleblöcken komprimierte Kohleblöcke. Die komprimierten Kohleblöcke, die kann man verarbeiten zu Industriediamant-Abrieb oder Industriediamant-Staub, indem man sie so anordnet mit Sand dazwischen. Ich glaube, den Mauszeiger sieht man nicht, aber man sieht das, was da dran hängt. Also die komprimierten Kohleblöcke immer im Wechsel. Diesem Abrieb kann man dann den Rohdiamant erstellen. Einen rohen industriellen Diamant aus 4 Items von diesem Abrieb. Da kriegt man einen rohen industriellen Diamant. Den kann man zu einem normalen industriellen Diamant zerkochen. Und mit diesem ganz normalen Diamant, man sieht es, der ist andersrum als der Originaldiamant. Ich habe einfach dieselbe Textur genommen, habe die einfach in der Mod gedreht. Das geht ganz gut. Hier genauso, letztendlich ist das ein Kohleblock, der ein bisschen mit so einem Overlay-Textur dann transparent gemacht wurde und eben eingefärbt wurde, ein bisschen heller. Erspart mir, dass ich dafür Texturen erstellen muss. Da bin ich nämlich zu blöd für oder zu unkreativ. Und macht es möglich, dass es mit allen Texture Packs funktioniert. Gut, aber das dabei. Mit diesem Diamant kann man ganz regulär Tools craften.
Ich habe das mal beschränkt auf die Spitzhacke, auf die Schaufel und auf die Axt. Auch wieder weg. Man kann ein Spezialtool craften. Das kostet ein bisschen mehr. Hier, man sieht es einmal rum. Man kann es vielleicht ein bisschen erkennen, das ist einmal die Spitzhacke hier oben. Hier ist es dann die Axt. Und hier ist es die Schaufel und das Schaufelteil, das ist halt hier. Also quasi einmal so oben rum und dann hier zwei rein. Dann kriegt man so ein Multitool. Das Multitool ermöglicht es, so schnell wie mit Mesetools Sachen abzubauen. Und zwar unabhängig davon, was man abbaut. Das kann Erde sein, das können Bäume sein und es kann Stein und alles Mögliche, was steinisch ist, sein. Macht das Ganze ein bisschen einfacher, weil wenn man ein Tool mitnehmen muss und nicht ständig irgendwas craften muss. Die ganze Mod ist eher so ein bisschen zufällig entstanden und die Rezepte sind vielleicht nicht unbedingt die sinnvollsten und günstigsten. Vor allen Dingen, weil Diamant wohl doch häufiger vorkommt, als ich erst dachte. Aber es macht halt so ein bisschen, ja, man kann so ein bisschen was machen. Ich verlinke das einfach mal, beziehungsweise hab's unten verlinkt in der Beschreibung. Da steht es dann auch nochmal drin, wie es installiert werden kann und was genau die einzelnen Tools machen, wie die nun zusammenarbeiten. Und ich würde mal sagen, kurz mal haben Essen und einen Schluck trinken. So, Glas wieder voll machen. Und da hinten wieder hin. Gut. Punkt 2. Ich laufe da mal schnell rüber. So, diese Kupfermünzen. Ich habe da nochmal nachgeschaut. Man kann da wohl wirklich nichts machen. Die stacken sich einfach hoch bis, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 30.000. Ja, was auch immer man damit dann später mal machen kann, ich weiß es nicht. Ja, sie sind halt da und das ist alles. Die Dinger hier, da werde ich noch nicht so ganz schlau draus, weil irgendwie... Ja, man sieht, es wird halt immer weniger. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob die nicht voll ausgebaut sind oder keine Ahnung. Auf jeden Fall kann man damit mit zwei nichts machen. Ja. Ich hoffe mal, ich finde das noch irgendwie raus, was man da sinnvoll mit anstellen kann. Vor allen Dingen, dass die auch, wenn die ausgewachsen sind, richtig was zurückgeben. Hier Weizen, der steht soweit, das ist soweit okay. Hier habe ich auch noch nichts weiter gemacht. Dafür hier eine Silberhacke. Ich kann das einmal zeigen. Ich war jetzt noch mal unten. Wollte noch mal mich mit diesem Unhold, mit diesem Typen da, mit diesem Monster messen. War dann aber weg. Ich habe nachgelesen oder nachgefragt im Forum. Diese Steinmonster sind Steinmonster gewesen. Diese Steinmonster kann man wohl mit einer Spitzhacke töten. Was ja irgendwie auch sinnvoll klingt, weil Stein und Spitzhacke und hast du nicht gesehen. Aber wie man sieht, ich laufe hier gerade rum. Ich habe es halt nicht mehr gefunden. So, dafür habe ich so ein bisschen die Höhle erkundet und ein bisschen Zeug eingesammelt schon mal und ein bisschen rumgeguckt hier. Und ja, das ist auch das, was ich dann heute mache. Einfach mal so ein bisschen Materialien sammeln. Ah, du Ratte. Komm her. Dann nicht. So. Mensch, die haut aber ganz schön rein, die Spitzhacke. Ja, hier habe ich dann irgendwann aufgehört zu erkunden. So. Ich sollte mir das vielleicht irgendwann mal angewöhnen, wie ich das in Minecraft schon gemacht habe, die Fackel nicht wild zu platzieren, sondern immer irgendwie an einer Seite, damit ich weiß, wie ich wieder zurückkomme. Wobei es hier nicht so ganz schlimm ist. Ich habe ja den Home-Befehl. Ich habe einen ganzen Arsch voll Holz. Voll Holz? Nein. Ganze Arsch voll Kohle hier. Nehme ich natürlich alles mal mit, damit ich meine Mod mal ausprobieren kann. Meine Güte, das hört doch gar nicht mehr auf hier. Ich hoffe, das Video funktioniert jetzt mal ein bisschen besser. Ich habe an den Aufnahmeeinstellungen noch mal ein bisschen rumgespielt. Es war so eingestellt, dass mein Test auf 60 Frames limitiert wird und mit 60 Frames aufgenommen wird.
Das scheint ja nicht so richtig gut zu funktionieren, was auch immer sehr geruckelt hat. Ich habe es jetzt so eingestellt, dass ich nicht limitiere und das Video mit 30 FPS aufgenommen wird. Bedeutet letztendlich von der Aufnahmequalität her ist es ein bisschen weniger, weil es eben weniger Frames sind. Dafür sollten die Frames aber relativ konstant aufgenommen werden, was im Endeffekt dann ein bisschen flüssigeres Bild ergeben sollte. Wie das dann nachher aussieht, wird man dann sehen. So, wo waren wir denn hier? Zack, da unten waren wir auch noch nicht. Ich nehme einfach mal munter alles mit, was hier zu finden ist. Einfach mal, um die Mod im Real Life zu zeigen, quasi. So. Zack. Ja, so große Höhlenerkundung. Ich dachte ja ganz zu Anfang, als ich das erste Mal meinen Test gestartet habe. Ja, so geil ist das dann aber auch nicht. Ich habe mich da einfach mal gerade nach unten gegraben und irgendwann bei, was waren das, minus 1000 irgendwas, bin ich dann das erste Mal auf eine Höhle gestoßen. Da habe ich wohl einfach nur Pech gehabt. Von Höhlensystem, von der Komplexität her, scheint es doch ähnlich umfangreich wie bei Minecraft zu sein. So. Zwar keine Dungeons richtig in dem Sinne, weil, ja, ist halt nicht. Ja, gibt dann immer mal so ein bisschen Cobblestone-Wände, woher auch immer die kommen mögen. Was ist denn das überhaupt hier? Das ist der Dungeon? Also ich habe davon gelesen, dass diese Dinger hier wohl irgendwie generiert werden, aber was genau das ist, weiß ich noch nicht. So, hier mal wieder Giftwasser. Ach, jetzt hoch hier. Da kann man aber schön einfach dran vorbeigehen. Ja, wie gesagt, ich bin hier wirklich durch die Höhle gelaufen. Nachdem ich gelesen hatte, dass es wo mir der Spitzhacke gehen sollte mit dem Monster. Bin da rein und hab, ja, wollte mal schauen, aber der Monster war nicht mehr da. Das heißt, ich kann hier einfach Wildmaterialien abbauen. Scheint doch ein bisschen mehr zu sein, als es bei Minecraft immer gab. Vor allem geht es deutlich schneller mit den ganzen geilen Spitzhacken hier. Ja. So. Zack. Bis nicht ins Wasser fallen. Ich kann die nochmal ausleuchten. So. Ja, das war, glaube ich, Lehm, wenn ich mich da richtig erinnere. Ja, das mit dem Hochstecken, also das klappt nicht so gut. Ups. Da ist wieder Licht. Meine Güte, was ist das denn jetzt? Komm. Hab ich da oben gerade grünes Wasser gesehen? Ja. Na? Meine Güte. Na, hier erlebst du was. Also Kinder, habt ihr gesehen? Nicht gerade noch umbauen. Das ist nicht gesund. Aber hört das hier auch wieder auf? So. Ach komm. Ach, leck mich doch so. Ups. Ja, ist nicht so ganz spannend jetzt, aber ein bisschen Kohle brauche ich dann schon. Ich meine, ich könnte auch Holzkohle machen, aber warum habe ich die Höhle hier? So viel dann zur Hacke. Habe ich irgendwas, was ich nutzen könnte? Nein, ich müsste mir einen Ofen machen. Aber ich denke mal, mit der Kohle kommen wir ein bisschen zurecht. Gut, wenn wir hier den Sand noch mit und dann geht's wieder nach Hause. So. Und dann gucken wir doch mal, ob das schon reicht. Hallo Schaf. Da ist noch eins. Na, wunderbar. Warum laufe ich eigentlich immer irgendwo hin, wenn ich was craften will? Also. Ja.
Das ist Nummer 1. Zack. Reicht wahrscheinlich vorne und hinten nicht. Ging doch irgendwie so, genau. Machen wir einfach mal. Die kann man dann auch zum Brennen benutzen. So, dann einmal Sand. Ah, zweimal brauche ich davon, glaube ich. Ja. Ja, ist auch peinlich, wenn man die Rezepte seiner eigenen Mod nicht kennt. Ach, das sind die normalen. Wollte gerade sagen, irgendwas haut doch hier nicht hin. Bin schon gewundert, dass das so viel war. Das reicht natürlich nur für einen. Also Kohle ist da in dem Fall echt das, was man wirklich dann braucht. So. Und noch ein. Machen wir mal Holzkohle. Zack. Und währenddessen konnten wir doch eigentlich mal schauen mit diesen. Eine Axt machen. Und da irgendwie Diamant, Gold, Mese. Ach, mit den Nierencut-Dingern kann man auch was bauen, okay. Was ist alles irgendwie? Also ich hatte im, bei meinen Recherchen, sag ich mal, ein bisschen gefunden, dass man wohl aus verschiedenen Sachen auch noch irgendwie, ja, dann hier die Rohstoffe craften kann. Wollte ich doch aber mal schauen. Die irgendwie. Genau, kochen. Kochen. Irgendwas konnte man nämlich noch bauen. Oh, hier aus Silber ist auch egal. Oh, eine Silberaxt. Und dann gehen wir mal ein bisschen Bäume farmen für Holzkohle. Wo ist mein Glas hin? Ach, habe ich schon getrunken. Ja, dass das immer nicht wieder in denselben Slot reingeht. So, das ganze Material, das brennt vor sich hin, okay. Ich vermute dann mal fast, dass die Holzmonster dann mit der Axt besiegt. Und die Sandmonster dann mit einer Schaufel löst wahrscheinlich. Ist doch arg finster hier, oder? So, na hier ran. Gut, es wird wieder eine sehr spannende Folge, ihr merkt das schon. Ich gehe wieder Bäume fällen. Ich kann ja mal erzählen. Ich habe dann bei angerufen, habe dann gesagt, ey, hier Leute, hört mal zu, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten mit meiner Internetleitung. Mitarbeiter dann so, ja, was hast du denn? Ich dann, also ich hochladen will, das bricht ab und das dauert ewig lange und das liegt diesmal nicht an YouTube wie sonst immer. Weil normales Surfen und so ist auch ein bisschen scheiße. Mitarbeiter sagt, ja, bleiben Sie mal dran, ich mach mal was. Hat er wahrscheinlich irgendwie Leitungstest gemacht oder Port Reset oder was auch immer. Und meinte dann so, ja, sollte wieder gehen. Gut, ich also wieder gesagt, gut, okay, dankeschön. Vielleicht war es das ja wirklich schon. Das haben die Ports leider manchmal. Das kenne ich auch in meiner Zeit, als ich sofort gemacht habe, nämlich auch. Das liegt tatsächlich teilweise einfach nur an der blöden Technik, die dann da so ein bisschen zücken macht. Gut, also, ich probiert. Funktioniert erstmal wieder. Dachte ich mir, schön, okay, erstmal hochladen. Gucken, was passiert. Ja, hochladen war aber nichts. Dann wieder angerufen. Hey, Leute, hört mal zu, geht nach wie vor nicht. Entschuldigung, musst du mich kurz einmal wieder räuspern. Also gesagt, ey, geht nicht. Auch noch was getrunken und dann passt das. Der Mitarbeiter sagt, ey, kann doch nicht sein, ich habe doch gerade erst und bla. Ja, ich dann aber doch, nee, geht wirklich nicht. Kannst du mal die Leitung gucken? Ja, Mitarbeiter guckt Leitung. Nö. Eigentlich alles in Ordnung. Mal eine Störungsaufnahme machen. Meld mich gleich wieder. Hat er wieder Musik eingespielt.
und sagt dann, so, Störung ist aufgenommen, kann eine Woche dauern. Ich dann, hä, eine Woche? Bist du bescheuert? Hast du gekifft? Ja, er sagt, nee, ich hab nicht gekifft, es dauert wirklich so lange. Na gut, ich habe nicht gefragt, ob er gekifft hat, das wäre mir ein bisschen zu persönlich gewesen. Aber ich habe mich doch schon arg gewundert, wobei so ein Ersttest eine Woche ist echt ein bisschen heftig, weil wenn dann später ein Techniker beauftragt wird, kann auch schon dauern, aber ich meine, der sollte nur gucken, was in der Leitung ist. Gut, also, Techniker dann, ja gut, okay, danke, war's dann erstmal. Ging ja immer noch so halbwegs im Hochladen, brach halt immer ab. Oh, wollte ich surfen? Komisch. Zeitüberschreitung? Irgendwie doof. Ah, Router resettet, Neustart, bla, blub, alles durchprobiert. Selbst mal von hier so ein bisschen gescannt, was von hier scannbar ist. Ja, irgendwie scheiße. Nochmal angerufen? Ey Leute, was mit der Leitung los? Geht gar nicht mehr jetzt. Ja, so, weiß ich auch nicht. Vielleicht hängt das mit den Leuten zusammen, die da an der Leitung arbeiten. Willst du mich verarschen? Nee, es kann wirklich sein. Naja, gut. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich durfte dann das Caesar-Ring von meinem Android-Handy mal ausprobieren, was übrigens einwandfrei funktioniert, davon mal abgesehen, das ist ganz gut. Und mich dann gefreut, juhu, laden wir mal was hoch. Ja, über die Getäter der Leitung, versucht mal was hochzuladen. Das haut nicht hin. Also, hat's natürlich gedauert und gedauert und gedauert und gedauert und gedauert. So, komm, gib mir dann Holz. Und irgendwie kam dann auch wieder Zeitüberschreitung. Ich nochmal geguckt, Surfen klappt. Ist auf einmal so langsam. Ja, im selben Moment kommt eine SMS, sehr geehrter Kunde. Vielen Dank, dass Sie uns monatlich so viel Geld bezahlen. Aber wir haben Ihre Leitung mal reduziert. Sie surfen jetzt mit Modemgeschwindigkeit. So, sinngemäß. Dachte ich mir auch so, ey, ist nicht so geil. Surfen haut so gerade eben noch hin, nur irgendwie performance-technisch ist dann so ein bisschen scheiße gerade, aber hey. Man gönnt sich ja sonst nichts. Wie geht das jetzt hier weiter? Immer da drüber, okay. Ja, also hänge ich nun hier mit der getäterten langsamen Geschwindigkeit vom Handy und denke mir dann auch so, ey, geil. Ich nehme auf jeden Fall mal ein bisschen auf und ja. Jetzt soll es so sein, dass nächste Woche die Störungsbehebung gemacht werden soll. Was genau da nun gemacht wird, kann ich nur nicht sagen. Ich hoffe aber mal, dass sich da möglichst schnell was tut, dass ich wieder hochladen kann. Und bin eigentlich pessimistisch, dachte mir aber mal ganz optimistisch, ey, ich nehme mal auf. Vielleicht geht's ja am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag wieder. Dann wären wir nämlich immer noch im Rhythmus. Aber das wird sich zeigen. Ich habe kein Holz mehr. Zack, runter. Ja, da habe ich viel erzählt, aber wir haben wieder nichts geschafft. Außer ein bisschen Kohle zu machen. Wollen wir doch gleich mal ein bisschen die Kohle verarbeiten. Wir brauchen Kohleblöcke. Das ist noch so eine Sache, die leider, muss ich sagen, oder was heißt leider, sie ist einfach so unter Minecraft ein bisschen geiler ist. Man kann die Items wesentlich besser ordnen und im Inventar verwalten. Also das muss man schon sagen. Ich hoffe, das wird irgendwann nochmal ja, angepasst oder optimiert, dass man auch vernünftig die Items quasi verschieben kann, wie es unter Minecraft üblich war oder ist. Das haut hier leider nicht hin. Mittelklick geht, das ist ganz schön. So, kriegt man immer so ein bisschen Items dann auch einen Schlag. Das ist aber doch sehr teuer. Ich glaube, so geil sind die Rezepte nun auch nicht. Gucken wir doch mal. Na, das wird sowieso nicht reichen. So. Nee, andersrum, ne? Zack, 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 zack. Na komm. Ah, ich muss die erst noch komprimieren, genau. Peinlich, peinlich, peinlich. Ich
weiß gar nicht, was sie im Forum und auf Reddit alle haben. Das Rezept ist eigentlich kompliziert genug. Seht ihr, da fehlt nämlich schon wieder einer. Das ist doch doof. So, komm mal her. Komm mal auch her. Aber es ist ja schön, es gibt immer vier Holzkohle aus einem Holzblock. Es waren erst 8 und ich glaube, ich passe es auch wieder an auf 8. Das ist dann doch irgendwie... So geil ist es nicht. Letztendlich, die Mod ist nur da deshalb entstanden, weil ich eine Möglichkeit haben wollte, Holzkohle zu machen. So, das sind die normalen. So. Ich muss sagen, die Holzblocktextur finde ich im Original ein bisschen besser als bei Carbon oder in Carbon. So. Aber gut, wollen wir uns dann nicht auch noch drüber aufregen. Zack. Einmal komprimieren. Das reicht ja vorne und hinten nicht, ey. So. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. So. Das war jetzt die Arbeit für einen halben Diamant. Also ich werde das auf jeden Fall nochmal anpassen, dass es mehr Holzkohle gibt, dass sich das dann auch vernünftig lohnt. Und Apfel wollte ich auch noch essen. Zack. Ja, also man sieht, wo es hingeht. Die Stühle fliegen hinten immer noch. Wollte ja hier erstmal einen Boden reinmachen. Wie genau, das muss ich noch gucken. Das wollte ich hier nur nicht nehmen. Das wollte ich hier nur nicht nehmen, hier unten. Hier oben kommt ja das Schachbrettmuster mit der Wolle rein. Hier ganz oben, da muss ich nochmal schauen. Ja, und hier ist eben noch offen. Da muss ich mal gucken, was ich reinmache. Aber da habe ich jetzt nur hier den Crafting Guide. Da steht ja dann so ein bisschen was drin, was es da für Blöcke überhaupt gibt. Und dann müssen wir mal schauen. So, nächste Woche. Oder, nein, nicht nächste Woche. Diese Woche. Am nächsten Minecraft... Nee, doch, nächste Woche. Nächste Woche am nächsten Minecraft-Montag. Mein Testmontag. Hallo. Guten Morgen. Du spielst nicht mehr Minecraft. Am nächsten Main-Test-Montag geht's dann weiter. Vielleicht mal wieder mit ein bisschen Bauen. Und ohne Geschichten. Und mit vielleicht auch mal wieder ein bisschen Action mit Monstern. Da müssen wir schauen. Ich sag auf jeden Fall... Nein, ich sag nicht danke fürs Zuschauen. Ich denke mir einfach danke fürs Zuschauen. Und wünsche euch eine schöne Woche. Tschö!